Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Pumping Post. Heute haben wir ein neues Video für euch und zwar werde ich die Julia mit einer Myofaszialtherapie nochmal behandeln. Sie ist jetzt one day out und ja, ich zeige euch jetzt im Video, wie das Ganze funktioniert und wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran. Ja, lecker. Hast du einen Kuss gekriegt? So, wir fangen mal an. Machen das Ganze erstmal ein bisschen locker. Und wichtig ist halt auch, dass man keine Creme oder Öle mit Parfüm benutzt, weil sonst hält die Farbe noch nicht richtig. Und ja, das ist die Julia. Die startet morgen in der Figurklasse. Deswegen können wir heute nochmal ein bisschen was rausholen, ein bisschen das Wasser rausholen. Da die Julia im Oberkörper schon sehr, sehr lean ist und da kaum Wasser hält, fokussieren wir uns heute auf jeden Fall auf die Beine. Und normalerweise gibt es dafür auch Tools, aber die sind natürlich zu Hause. Und die Julia ist auch ein bisschen empfindlich mit der Haut, sieht man ja den blauen Flecken. Deswegen sollte man da auch nicht zu arg Druck drauf geben, weil sonst gibt es noch mehr blaue Flecken und das wollen wir nicht. So, und da ihr nicht nur kurz vor dem Wettkampf Vorteile von Massagen oder Behandlungen haben könnt. Da gibt es nämlich viele Vorteile. Ein paar davon sind zum Beispiel, es fördert die Regeneration, es lindert das Verletzungsrisiko und es macht dir auch auf jeden Fall mehr Progress, weil du dann auch im Training mehr Gas geben kannst, weil du einfach verletzungsfrei bist und du auch keine Beschwerden hast. Deswegen macht es da auch sehr viel Sinn außerhalb von einem Wettkampf. Und dadurch, dass die ganze Muskulatur auch lockerer wird und man dadurch auch viel mehr Range of Motion hat, hat das auf jeden Fall auch Auswirkungen aufs Training und auch aufs Posing. Weil dann steht man auch viel besser in den Posen. Dein Lieblingspart, oder? Und was machen wir jetzt? Wir lockern die Faszien und lösen sie, sodass der Lymphfluss auch freier wird und das Wasser unter der Haut einfach rausgeht und die Form auch nochmal deutlich besser wird und man auch besser in die Posen kommt. Denkst du, das macht nochmal so viel aus? Im Progress? Ja, das werdet ihr wahrscheinlich im Vorher-Nachher-Video sehen. Warum liegt Julias Bein auf dem Kissen? Ich frage jetzt wirklich für mich. Damit ein bisschen Spannung auf dem Gluteus ist, weil sonst hängt der durch so ein bisschen. Und so ist jetzt Spannung drauf, da komme ich besser an die Faszien ran. Wie geht's dir, Julia? Hallo! Super. Ich bin sehr überzeugt, dass das gut wird. Das hat ja auch bei dir schon einige Male funktioniert. Ja, bisher, ne? Deswegen. Am besten ist natürlich auch, wenn es jemand macht, der das auch kann und gelernt hat. Weil es ist ein schmaler Grat zwischen ich mache die Lymphe frei und ich quäle den Muskel so, dass er Wasser zieht. Ne? Also das wirkt dann wirklich das Gegenteil. Deswegen sollte es auch meiner machen, der das auch kann. Und du kannst das? Mal sehen. Haben wir schon oft genug gesehen. Ja.
Das sind aber nicht die Beine. Nee, das ist tatsächlich auch gut für die Verdauung. Und da manche Athleten während den letzten Tagen in der Diät oder Wochen so ein bisschen Probleme haben, das ist auch noch ein bisschen Beihilfe, ne? Das Side-Effekt. Natürlich jetzt nicht perfekt hier ohne Liege, aber irgendwie geht es immer. Tut es weh? Nö. Ich finde es angenehm am Bauch. Ich glaube, manche könnten es so unter dem Rippenbogen unangenehm finden, aber ich mag das. Ich glaube, das wäre ich, wenn was gelockert wird. Ja. Ist auch nicht fest, es ist nur so ein mittlerer Druck, würde ich es beschreiben. Kann man gut bei entspannen. Du siehst doch sehr entspannt aus. Mhm. Und dann war ich gespannt, wie deine Form gleich aussieht. Mhm. Das war vorher nicht da, gell? Oder? Schau mal richtig rein in die Spanne, in die Beine. Darfst du ruhig machen? Ja, sehr gut. Show ist vorbei. Wer mehr Content sehen will, folgt mir auf OnlyFans und Pascal auch. Da gibt es dann den exklusiven Content. Aber da ist er dann nackt und nicht ich. So, wir wären jetzt fertig. Ihr habt das Ergebnis gesehen. Und wie fandest du es? Sehr gut. Also ich gehe auch privat immer zu Pasi, jetzt nicht nur für das Video. Und ich bin sehr zufrieden mit jeglicher Form von Therapie, die er anbietet. Ich kann ihn nur weiterempfehlen. Ja. Ja. Und wenn du dich auch hier angesprochen fühlst und Lust auf eine Behandlung, du Probleme hast oder eine Verletzung, kannst dich gerne bei mir melden. In der Infobox findest du auch meine Termine. Da kannst du dir gerne einen Termin machen und... Das Ganze ist nicht nur für Bodybuilder oder Leute, die fitnessbegeistert sind, sondern allgemein Sportler oder auch Nicht-Sportler, ist ja doch alle herzlich willkommen. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Damit ihr nichts verpasst. Ihr seid cool! Gleichzeitig, ne? Ja.